Am 21. Jänner verabschiedete der zweite Landeshauptmann-Stellvertreter Siegfried Schrittwieser gemeinsam mit dem Special Olympics-Präsidenten Hermann Kröll und Projektleiterin Ludmila Renner bei einem Empfang im Grazer Landhauskeller die 7 steirischen Athletinnen und Athleten, die von 25. Jänner bis 5. Februar bei den Special Olympics Winter Games in Südkorea die Steiermark vertreten werden. Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, Sie haben gerade die steirischen Teilnehmer an den Special Olympics verabschiedet. Was wünschen Sie unseren Sportlerinnen und Sportlern? Ich wünsche Ihnen, dass Sie sehr erfolgreich sind, dass Sie unverletzt nach Hause kommen. Und was mir ganz wichtig ist, ist die Botschaft, nämlich der UN-Konvention. Ein Leben wie andere auch, und mit dieser sportlichen Begeisterung, mit diesem Wettbewerb beweisen Sie, dass Sie in unserer Gesellschaft einen großen Platz haben, und wir Steirerinnen und Steirer sind sehr stolz, dass 7 Athletinnen und Athleten in Südkorea dabei sind. Das sind auch die letzten Winterspiele, bevor wir sie dann 2017 in Schladming und Graz haben. Und da bin ich sehr froh, dass die Funktionärinnen und Funktionäre, Trainerinnen und Trainer sie begleiten, und ich bin überzeugt, dass wir wieder erfolgreich sein werden.